Es ist so, dass wir gestern Abend nochmal in einem längeren Gespräch mit Alex Zorniger uns darauf verständigt haben, die bisher sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Nach der einvernehmlichen Trennung von RB Leipzig und Cheftrainer Alexander Zorniger stellt Sportdirektor Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz den bisherigen U17-Trainer Achim Bayer-Lorzer als Nachfolger vor. Bis zum Saisonende soll der 47-Jährige auf der Trainerbank der Roten Bullen sitzen. Ein Trainer, der bei uns Trainer sein soll, der muss ja, von der Art, wie wir Fußball spielen wollen, überzeugt sein. Im besten Fall sie auch schon nachgewiesen haben. Das ist bei Achim so. Und das Gleiche wird auch für den Trainer gelten, der nächstes Jahr Trainer werden soll. Wir brauchen einen Trainer, der diesbezüglich möglichst ideal und optimal zu uns passt. Im Juli 2012 holte Rangnick Alexander Zorniger nach Leipzig. Damit begann die Erfolgsgeschichte des Vereins. Mit 62 Siegen in 101 Pflichtspielen führte der Schwabe sein Team von Liga 4 in die zweite Bundesliga. Vereinschef Oliver Minzlaff bemüht sich um ein friedliches Ende. Wir wissen, was Alex uns wert ist und wert war. Wir haben mit ihm zwei tolle Aufstiege erlebt. Er hat uns von der vierten Liga in die zweite Liga gebracht und hat da einen sehr großen Anteil gehabt. Und dementsprechend werden wir auch sehr gefühlsvoll und sehr vernünftig dann auch mit dem Thema Auflösung des Vertrages umgehen. Interimstrainer Bayer-Lorzer hat die RB-Spiele beobachtet, weiß, was er in den nächsten Wochen umsetzen will. Es waren Abläufe da, ganz klar. Aber so mit der absoluten Entschlossenheit, mit Herz und Leidenschaft, diesen Fußball dann auch wirklich zu praktizieren, den wir ja uns vorgenommen haben. Das ist schon etwas, was ich der Mannschaft vermitteln möchte. Am Trainerteam soll sich auch unter Achim Bayer-Lorzer vorläufig nichts ändern.